Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute Politiker, wie sie als Jugendliche aussahen. Und ich finde, das ist eine ganz interessante Kategorie. Wir haben 5 Bilder rausgesucht von ganz berühmten Politikern, die eigentlich jeder kennt. Das soll jetzt auch eine kleine Videoserie werden. Wir werden also immer wieder 5 Bilder von berühmten Politikern raussuchen. Und ja, es ist ja manchmal nicht zu glauben, dass diese großen, mächtigen Politiker, die über unsere Lebensweisen bestimmen, die bestimmen, wie geht's voran im Klimawandel, wird Krieg geführt, ja oder nein, wird eingegriffen im Sinne der NATO, ja, der US-Präsident hat eine unglaubliche Macht auf dieser Welt und bestimmt natürlich auch das Leben von uns allen. Und deswegen ist es umso schöner, wenn man da mal so einen kleinen Einblick in die Persönlichkeiten ja reinfinden kann und dort auch über Bilder, denn Bilder sagen ja oftmals mehr als 1000 Worte, dann noch mal sehen kann, wie sah dieser Mensch aus, ja, als er noch nicht dieses Alter von heute erreicht hatte. Deswegen jetzt viel Spaß mit Politiker, wie sie als Jugendlicher aussahen. Und da geht's auch direkt los mit Donald Trump. Wir kennen ihn natürlich alle, aber solche jugendlichen Bildern mit vollem Haar, ja, das kennen wir nicht so häufig. Und hier ist er nochmal abgebildet. Donald Trump, der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten. Er war vor Joe Biden an der Macht und er wird wahrscheinlich zur nächsten Präsidentschaftswahl wieder antreten. Und seine Chancen stehen gar nicht mal so schlecht, wie man es vielleicht eigentlich denken mag. Denn die Umfragewerte von Biden waren zwischendurch wirklich ordentlich nach unten gesackt. Deswegen hat er da vielleicht auch wieder Chancen, der neue Präsident, der neue alte Präsident der Vereinigten Staaten zu werden und seine zweite Amtszeit dann doch noch zu bekommen. Aber erstmal geht es hier natürlich um das Optische. Donald Trump, also hier in Jung. Und ja, wirklich ein ganz kesserjunger Mann wahrscheinlich. Ja, als zweites haben wir Wladimir Putin, auch ein Mensch, der ja im Moment sehr oft in den Medien ist. Leider im negativen Sinne, also natürlich zu Recht bei dem, was er macht, aber man würde sich natürlich freuen, wenn man weniger über Putin hören würde. Trotzdem interessiert es einen natürlich, wie so ein Mensch, der heute so viel Macht hat, der natürlich auch so viel Leid im Moment ja, in die Welt nach außen trägt, wie der dann als Jugendlicher, als junger Mensch aussah. Und man erkennt ihn, glaube ich, also diese Gesichtszüge, die sind ja wirklich sehr gleich geblieben, auch über die Jahre. Es ist natürlich auch so, dass er sich ja mit Hyaluron hat unterspritzen lassen, zumindest so verlauten es einige Zeitungsartikel. Dennoch finde ich, dass die Gesichtszüge sehr gleich geblieben sind und dass man ihn hierauf sehr gut erkennen kann. Ja, dann haben wir Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, hier als Fußballspieler in seiner Jugend. Und ich muss sagen, hätte ich das Bild jetzt erstmal so gesehen, hätte ich ihn nicht erkannt. Aber nicht, weil er so anders aussieht, sondern weil ich diesen Zusammenhang, glaube ich, nicht gezogen hätte. Ich glaube, wenn man dann beide Bilder nebeneinander hält, dann ist die Ähnlichkeit schon auch zu erkennen. Trotzdem hätte man mir das Bild, glaube ich, so vorgelegt, dann wäre ich jetzt nicht sofort auf Erdogan gekommen und hätte da direkt diesen Zusammenhang gesehen. Trotzdem ganz spannend. Ja, ihn auch mal so in jüngeren Jahren dann doch mal zu sehen. Dann haben wir Kim Jong-un. Ja, er wurde natürlich schon immer verfolgt, auch von den Kameras. Und ja, da ist er natürlich noch so klein, dass man es jetzt nicht unbedingt erkennen könnte, was aus ihm mal wird. Oder dass man das diese Vergleiche sieht. Ja, ein sehr mächtiger Mann auf der Welt und in seinem Land. Politisch wollen wir das jetzt natürlich nicht so sehr bewerten, aber hier sind dann auch die ersten Kinderfotos für diejenigen, die sich immer mal gefragt haben, wie so ein großer Diktator dann in seiner Kindheit aussah. Ja, und als letztes haben wir Jair Bolsonaro, der Präsident der Föderativen Republik Brasilien. Und ja, ich glaube, um hier auch diese Zusammenhänge zu sehen, muss man natürlich vielleicht auch ein aktuelles Foto von Bolsonaro im Kopf haben. Auch nicht ganz unumstritten natürlich, der Typ auch gerade während der ganzen Corona-Pandemie. Aber auch sonst ein Mensch, der ja schon polarisiert, so muss man es einfach ganz eindeutig sagen.
Und trotzdem, und da wollen wir jetzt vielleicht ein bisschen aufs Optische hinaus, ich glaube, dass man das ganz gut erkennen kann, wenn man denn dann den heutigen Bolsonaro kennt und sein Gesicht vor Augen hat. Ich glaube, dann sieht man da schon sehr große Ähnlichkeiten. Ja, gerade auch dieser strenge Blick, den er auch immer hat, der immer so ein bisschen ernst aussieht, den hat er ja da auch schon. Und ich glaube, das kann man ganz gut erkennen. Ja, es ist natürlich, jetzt ist er da nicht jugendlich oder ganz jung, aber definitiv in seinen jüngeren Jahren mal zu sehen, vor allem verglichen, wenn man sein Gesicht von heute kennt. Ja, das waren schon die 5 Plätze Politiker, als sie jung waren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, den ihr gerne auch nochmal sehen wolltet, irgendeinen Politiker oder eine Politikerin, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Falls ihr sonst noch irgendwelche Videovorschläge habt, auch gerne unten rein. Und ansonsten sagen wir bis zur nächsten Folge und ciao.